So. Und wo führt uns das Ganze hin? In die Richtung. Naja. Mache ich denn mal, ne? Aber erstmal gehe ich da oben hin, da ist noch was Tolleres. Mein Buff läuft noch, ne? Ja. Wie lange läuft er noch? Eine Stunde. Einsammeln, einsaugen. So. Schade, dass man die Pfeile nicht mitnehmen kann, aber die wären mir sowieso sinnlos. Man nutzt ja eh keine Pfeile hier. Nee. Rutsch den Buckel runter. Schalalalala. Ah, es geht also in den Raum. Wo geht's denn da lang? Pilzhöhle. Oh ja. Ein Wamazu direkt zur Begrüßung. Oh, immun. Oh, das ist unfair. Er hat sich resettet. Was ist denn da? Meine Fresse. Gab nur 7000 Erfahrung, das scheiß Ting. Wir haben sie noch nicht mal alle, den am Eingang zu parken. Noch eine. Ich kann doch nicht so starke Dinge dran halten. Meine Fresse, ey. Das könnt ihr doch nicht machen. Da will ich aber auch ordentlich dick, fett Belohnung haben für sowas. Dafür, dass ich gleich 3 umgebracht habe. Also, es ist der am Eingang gespawnt, ne? Och, ein Glück. Hat er sich mal einen Spaß erlaubt? Ja, lass uns mal 3 Wamazus da hinstellen. Gucken, wie er sich schlägt. Was haben sie doch mit Absicht gemacht? Da sind doch ganz andere Gegner drin normalerweise. Die haben mich doch da jetzt mit Absicht reingelenkt. Der Dolm geht ja schon wieder los. Der war doch gerade eben schon an. Alles ist für den Segen bereit. Ich brauche nur noch den Lanceta-Schippling. Und dann können wir beginnen. Ja, hier ist der Pilz. Schön. Der Lanceta-Schüppling wird euch in einen traumartigen Zustand versetzen. Och, nö. Ihr werdet euch fühlen, als wärt ihr Jared selbst.
Und ihr werdet wissen, was sein Geist braucht, um sich wieder mit seinem Körper zu vereinen. Folgt eurem Instinkt. Gibt es sonst noch was ich wissen soll? Ihr werdet Jareds Geist erreichen können, wo immer er auch gerade umherstreifen mag. Schließt die Augen. Kaut mit Bedacht. Konzentriert euch auf Jared. Dann wird der Hist euch zu ihm führen. Oh ja, komm mal auf den Pilz. Nom, 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 nom. Ah, es schmatzt. Ah, okay. Nee, nicht ein Traum. Ich hatte mal schlechte Erfahrungen in Enderil mit Träumen. Ja, mit Schlurfern geht's los. Oh, voll die fettesten Gegner, die es gibt. Also bin ich hier in Karkstein oder wo bin ich gelandet? Ich bin doch nicht ein Schattenfan. Hier sind ja, hier laufen nur Champions umher. Jared, ich habe gehört, wie ihr mit Baumhirtin Falksock gesprochen habt. Ihr geht doch nicht in den Sickermorast, oder? Ihr wisst, dass ich anders bin. Die Baumhirtin kann mir helfen. Anders heißt nicht falsch. Ich liebe euch so, wie ihr seid. Geht nicht. Kommt mit mir. Wir gehören zusammen. Meint ihr das wirklich? Ich kann mit euch kommen? Ich weiß, es wird nicht leicht für uns werden, Jared. Aber gemeinsam sind wir stärker als getrennt voneinander. Bin ich Jared? Ihr habt recht. Nun lasst uns einfach einen Augenblick lang schweigen. Und währenddessen wollen wir das ergehen. Die Erinnerungen bleiben wirr. Das schwächt unsere Wurzeln. Wer spricht da? Das bin nicht ich. Schlurfer zum Himmel, so lass uns glücklich sein. Okay, eine Hütte. Oh, hier liegt jemand. Wir hätten euch nach Schwarzmarsch schicken sollen. Ihr solltet kein Sklave sein, Jared, mein Sohn. Was meint ihr? Sithis hat uns mit einem Gelege gesegnet. Der Meister bot an, die Eier nach Schwarzmarsch zu schicken. Doch wir beschlossen, euch alle bei uns zu behalten. Wenn wir auf ihn gehört hätten, hätte keiner von euch als Sklave geboren werden müssen. Könnt ihr mir vergeben? Da ist nichts zu vergeben. Ihr habt nur getan, was ihr für das Beste hieltet. Dann werde ich in dem Wissen sterben, dass ich trotz meiner Fehler, und von denen gab es viele, mit meinem Kind versöhnt bin. Danke. Ruht jetzt, Vater. So. Habt die Erinnerungen entwirrt. Die Hist mögen euch segnen. Dann nehme ich mal zumindest die zwei Bananen aus den Taschen. Braucht ja eh keine mehr. Warum gibt es einen Dolm eigentlich in Erinnerung? Warum explodiert es in Erinnerung? Jared, ich habe gehört, wie ihr mit meiner Tochter gesprochen habt, ohne euren Kopf zu neigen. Tut das niemals wieder. Ich werde mit ihr sprechen, wann und wie es mir gefällt. Redet ihr so mit eurem Meister? Ihr seid ein Sklave. Wenn ihr Feine noch einen einzigen Blick schenkt, steche ich euch die Augen aus. Versteht ihr? Wir lieben einander, ihr könnt nichts daran ändern. Ihr kleines, schuppiges Stück. Das werdet ihr bereuen. Feine und ich gehören zusammen, ob es euch nun gefällt oder nicht. Stirb. Trifft mich unter dem Kiesbaum. Das ist ein toller Ort für Fußruder. Einfach wegballern. Bin ich jetzt Tarik? Ah, ich... Boah. Coole Schuppen. Aber gut. Schmerz öffnet die Tür zur Verderbnis und trennt Körper und Geist. Ich bin ein Teil des Hists. Ein Teil, die... Sorry. Schmerz öffnet die Tür zur Verderbnis und trennt Körper und Geist. Die Heilung kann nicht vollständig sein, während der Verderber noch in der Nähe ist. Wer seid ihr? Ich bin ein Teil des Hists. Ein Teil, den ihr wahrnehmen und dem ihr helfen könnt.
Karethiel vom Dominion stiehlt meine Erinnerungen und schwächt meine Fasern. Er missbraucht Jareds neue Bande zu mir, um mich zu erreichen. Was soll ich tun? Haltet Karethiel auf. Er taucht über Jareds Geist in den Hist ein, um mir meine Erinnerungen zu rauben. Karethils Umtriebe werden mich töten und meinen Kindern Leid bringen. Ich werde euch zu den Wurzeln des Hists hinabschicken. Tötet Karethil und rettet Jared. Ich bin bereit. Cool. Der Hist lebt. Ist ja doch was dran. Tötet den Eindringling. Karethil. Typus Boss. Schwierigkeitsgrad schwer. Geleitete Verderbnis. Typus Zwischenboss. Schwierigkeitsgrad schwer. Tötet den Eindringling. Ich glaube, ich bringe mal Karethil und das ist das Einfachste. Ja, hier sind Spieler. Okay, deswegen kann das so einfach. Dachte, das ginge. Bam, bam. So, befreien wir ihn. Wum. Okay, jetzt bin ich hier. Ihr habt lange geschlafen. Jared hat nach euch gefragt. Und das mehrmals. Was ist geschehen? Ich habe den Elfen getötet, der für Jareds Probleme verantwortlich war. Da steckt noch mehr dahinter, oder? Das Dominion hat Kristalle gegen unsere Leute eingesetzt. Sie meinten, es hätte sich angefühlt, als wühle etwas in ihren Köpfen herum. Doch manche haben nicht die geringste Erinnerung daran. Warum? Der Hiss hat mir erzählt, dass die Magier des Dominions Erinnerungen stehlen würden. Das erklärt einiges. Jared hat durch diese Erfahrung eine starke Verbindung zum Hist entwickelt. Eine Verbindung, die ihm seit seiner Geburt fehlte. Er muss ein Heiler werden. Bitte überzeugt ihn von seinem Schicksal. Ich werde mit ihm reden. Toll, wenn der Ellenbogen einfach mal so nachgibt und dann, den Nerv mitzieht über die Armlehne. Freut mich, euch wach zu sehen. Boah, der sieht ja komisch aus. Fühlt ihr euch besser? Ja, danke. Da ich nun den Hist hören kann, möchte Baumherd den Falksorg mich zum Heiler ausbilden. Fane möchte, dass wir nach Narsis zurückkehren. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was möchtet ihr denn machen? Ich will Fane an meiner Seite haben, ganz gleich, wo ich auch lebe. Sie ist im Morast eindeutig nicht glücklich und ich war nicht glücklich in Narsis. Ihr seid weit gereist. Ich vertraue euch. Was würdet ihr tun? Was würdet ihr in Narsis tun? Das Leben wird für mich als ehemaligen Sklaven nicht leicht werden. Selbst mit Fanes Hilfe kann ich bestenfalls darauf hoffen, ein einfacher Arbeiter zu sein. Aber ihre Familie ist dort und sie vermisst sie. Mir liegt ihr Glück sehr am Herzen. Würde Fane gehen, wenn ihr bleibt? Sie würde nicht gehen und sie wäre unglücklich. Aber sobald meine Ausbildung hier abgeschlossen ist, könnten wir woanders hingehen. Vielleicht würde eine Stadt wie Sturmfeste uns beiden gefallen. Oh. Tatsächlich finde ich die... Bleibt und werdet Heiler. Ich wollte schon immer ein Heiler werden. Fane und ich können überall hingehen, sobald meine Ausbildung abgeschlossen ist. Eben. Vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt, mich zu entscheiden.
Neue schwere Rüstung. Und? Kein Gespräch zum Schluss. Toll. Meine Fresse, wie viele Levels wir kriegen auf einmal. Levels. Wenn Jared glücklich ist, werde ich das Beste daraus machen. Jo. Ich finde, das ist einfach. Bin ich das? Ich finde einfach das Beste in dem Fall. So, jetzt müssen wir nur noch den verlorenen Sohn finden. Der dürfte ja da hinten irgendwo rumlungern.